Ja, das geht richtig hier. Heute werden wir auf Reportagen Fake Official Video reagieren. Ja, Leute, ich war gerade halbnackt am Fall Guys spielen und mich ein bisschen vorbereiten auf Stream, dies, das. Und dann bekomme ich diese Nachricht auf mein Handy. 20.19 Uhr haben wir jetzt. Hier, Reportagen hat ein neues Lied hochgeladen. Ich dachte mir, scheiße, was anziehen. Dack, 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 dack. Jetzt muss alles auf Schlag gehen. Ich habe mich heute noch verbrannt. Mehr dazu aber heute im Livestream, der um 21 Uhr übrigens ist. Und ich würde sagen, wir gehen straight up in diesen Song rein. Ihr wisst, wenn Reportagen einen Song rausbringt, bin ich immer am Start und immer einer der schnellsten. Also ich probiere es für euch natürlich. Und ich würde sagen, wenn ihr das Video jetzt hier seht, nach dem Video bitte nochmal zu Reportagen drüber gehen und ihm erstmal einen Köck gönnen. Let's go. 900, also fast 1000 Likes hat er schon und 10 Aufrufe. Man kennt ihn YouTube, ihr seht das ja nicht einmal. Da, so, ich würde sagen, Abfahrt. Gemeinde sind ein Haufen Geschirrte und deutsche Rapper hören sich an, so wie die maulende Mörte. Wenn ich im Internet surfe und diese Stimmen nur höre, will ich die Szene hier stürmen mit einem Heck-Tick-Tick-Burger. Wenn ich komme, gucken alle auf den Boden, alle rappen über Bitches, dicke Autos oder Drogen. Kleine Blender, die nur pausen, posen mit ihrem Modeschmuck. Mein Pimmel ist so groß, ich hab mich selber hochgelutscht. Nur machst Mucke für die anderen und ich mach Mucke für die Leute, die halt anders sind. Ah, das ist true. Die Leute, die anders sind, sind die Gemeinde. Und die Gemeinde ist einfach anders fresh. Ja, sorry Leute, aber jetzt muss ich mal ganz kurz hier machen. Man kennt ihn. Komme nicht mehr bei Reportagen allgemein so. Anders wärst du gerade in dem Wehen. Loredana kommt mit Rücken, die Muskel betonen mit den Schusswaffen drohen. Ey, das wusste ich schon. Keiner fickt den Reportagen, Motherfucker, Sugar Daddy in der Club-Edition. Sieg jetzt die Gemeinde, Digga, dulde die Skandale nicht. Ein News-Sample würde sagen, Ereignisse überschlagen. Seh ich, du warst auch ein Kind, aber rede schon deine schlechten Pranks. Halt schon mit Cola, warum nicht Pisse mit. Was? Loredana kommt mit Rücken, die Muskel betonen mit den Schusswaffen drohen. Ey, das wusste ich schon. Keiner fickt den Reportagen, Motherfucker, Sugar Daddy in der Club-Edition. Sieg jetzt die Gemeinde, Digga, dulde die Skandale nicht. Ein News-Sample würde sagen, Hey, Newstime, die News überschlagen sich. Eins auf den hier Dingens Boss. Ach, ich liebe es, Alter. Ich liebe dich, Reportagen. Aber genau deswegen feiere ich ja Reportagen. Einfach wegen seinem Humor. Ich meine, auch auf Twitch bin ich ab und zu mal am Start. Ich feiere ihn einfach. Einfach als Typ, als Person. Habe ich ja Typ gleich Person. Lul. Aber wirklich, ey. Genau deswegen gucke ich diesen jungen Herren auch an, ey. Meine Güte. Oh. Bist du bereit für die Purge? Okay. Seid ihr bereit für die Purge? Wir sind bereit für die Purge. Bist du bereit für die Purge? Ich bin bereit für die Purge. Perfekt. Du bist fake. Du bist anders als Florenz und die Leute lieben dich für deine Likes. Du bist fake. Reportage kann einfach mit jeder Stimme rappen und es hört sich fucking gut an. Digga, du bist fake. Du bist fake. Ja, du bist anders als Influencer und die Leute lieben dich für deine Likes. Du bist fake. Und die drei Gucci bei der Tage, halt die Fresse, dummer Hater, ich bin reich. Du bist fake. Heute gibt es Late Night Fans. Heute gibt es Late Night Fans. Du bist fake. Ja, du bist anders als Influencer und die Leute lieben dich für deine Likes. Du bist fake. Und die drei Gucci bei der Tage, halt die Fresse, dummer Hater, ich bin reich. Man braucht nicht Gucci Balenciaga, merkt euch das, ja? Wenn ihr schon das Ziel habt, auf YouTube bekannt zu werden, bitte tut das nicht mit Flexen und hier und dies und das. Also klar kann man das auch machen, wenn man das machen will. Jedem das seine, ja? Ich kann es euch nicht empfehlen. Seid einfach so, wie ihr seid. Wenn ihr so seid, dann seid ihr halt so. Lul, was laber ich eigentlich für eine Scheiße? Aber man braucht es nicht, sage ich mal so. Man braucht Familie und Freunde. Jesus Christ, ich bin einfach ein Simp. Lasst weitergehen. Du bist fake.
wenn die ganzen Rapper Welle schieben. Denn mit mir zu ficken ist nicht gut, so wie mit Hämorrhoiden. Fahrradfahren, Bitch, ich hab ein Arsenal voller Kragerparts, die dein Arsch hart ficken wie dein nicht auf Hardgas. Heute rollen Köpfe so wie damals, Mittelalter Marktplatz. Und obwohl ich noch nie in den Charts war, hab ich mehr verkauft als jeder vierte Rapper, der schon in den Charts war. Ihr habt mich gerufen, so wie Shen und die Drachen. Joli ändert seinen Namen, er macht jetzt hunderte Lieder und jetzt die sogar mal Klasse. Und ich mach selbst dein Leben als Thema grad aus der Klasse. Digga, yo. Olli Young, Alpha-Bruder, Lara, Tamara und Sarah. Ah, nee. Lara, Samara, Tamara. Ach, ja. Mach da einen auf Britney und rasiert sich ne Glatze. Das muss man sich mal geben, Digga. Wenn du willst, dann nehm ich dir nochmal dein Leben, Digga. Und weil du Leute überzeugst, dass du Rapper bist, dann wird's mal wieder Zeit, dass ich ein Rapper bin. Ey. Ich bin bereit für die Purge. Der Song kommt so safe bei mir in die Playlist. Es ist so safe drin. Wir sind bereit für die Purge. Bist du bereit, wir sind bereit für die Purge. Ich bin bereit für die Purge. Perfect. Du bist fake. Ja, du bist anders als Influencer und die Leute lieben dich für deine Likes. Du bist fake. Und die drei Gucci Balenciaga halt die Fresse, du mein Hater, ich bin. Du bist fake. Heute gibt es Late Night Dance. Heute gibt es Late Night Dance. Du bist fake. Ja, du bist anders als Influencer und die Leute lieben dich für deine Likes. Du bist fake. Und die drei Gucci Balenciaga halt die Fresse, du mein Hater, ich. Ja, Simex wird wahrscheinlich darauf reagieren und wieder schön mal die Tränen im Augen im Thumbnail wässrig haben, ja. Ich wollte eigentlich sagen, er hat die Tränen wieder hinzugefügt zum Thumbnail. Lol. Wie ich auch das immer hinkriege, das irgendwie komplett falsch zu sprechen, ich weiß es nicht. Heute gibt es Late Night Sex. Ja, Mann, Star. Ja, Freunde, supportet den Boy auf Spotify, Apple Music, Google Play. Ich weiß nicht, auch auf was, Digga. Was ein Song, Bruder! Mashallah, Köck habe ich da gelassen. Natürlich, alles andere auch. Meine Güte. Reportage, Digga. Was ist da los? Dankeschön für diesen tollen Track. Ich hoffe, wir sehen uns heute um 21 Uhr. Vergesst das nicht. Reportagen abchecken. Fucking geiler Track gewesen. 10 von 10. Der kommt bei mir sowas von in die Playlist. Und ich würde sagen, Freunde, wir sehen uns. Haut rein. Tschö. Peace, peace.